Murawjew unterscheidet in der esoterischen Entwicklung drei Schwellen. Esoterische Entwicklung wird als eine absteigende Oktave gesehen, vom C zum C. Die Schocks zwischen dem ersten C und dem H der nächsten Oktave, zwischen dem F und dem E dieser Oktave und zwischen dem C und dem H der dritten Oktave sind die drei Schwellen. Das Leben stellt den Menschen in die Wildnis, getrennt von esoterischer Arbeit. Der Mensch mag sich durch die Unterscheidung von A- und B-Einflüssen dem Beginn des Pfades zum Zugang zum vierten Weg nähern. Der äußere Mensch ist entweder Mensch 1, 2 oder 3, abhängig davon, welches Zentrum in seiner Verfassung vorherrschend ist. Die erste Schwelle bezeichnet den Beginn des Pfades zum Zugang zum Weg. In der oben erwähnten Oktave entspricht das dem ersten C. Das Überschreiten der ersten Schwelle stellt den Suchenden auf die erste Stufe des Treppenhauses, die zur zweiten Schwelle führt. Das Treppensteigen verwandelt Mensch 1, 2 oder 3 in Mensch 4. Das Stiegenhaus wird durch die Noten H, A, G und F repräsentiert. Das Intervall zwischen F und E stellt die zweite Schwelle dar. Siehe Abbildung. Hier sieht man es, die erste Stufe ist dann Mensch 4. Von Si nach La. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Nach dem Überschreiten der zweiten Schwelle wird Mensch 4 zu Mensch 5, der auf der Stufe steht, die das E darstellt. Ich weiß gar nicht, die Maus sieht man hier gar nicht, oder? Zu spät. Die folgenden Noten D und C entsprechen Mensch 6 und 7. Die dritte Schwelle stellt die Vervollständigung dessen dar, was in menschlicher Form möglich ist, und befindet sich zwischen dem C dieser Oktave und dem H der nächsten Oktave. Murawjew beschreibt die Stadien wie nachstehend. Wir weisen darauf hin, dass all diese Schritte stattfinden können, während der Mensch in der Welt lebt und funktioniert. Im Geiste des vierten Weges benötigt keines der unten stehenden Schritte von sich aus einen klösterlichen Lebenswandel. Der Mensch lebt versunken in A-Einflüssen, während er manchmal B-Einflüssen begegnet. Wenn er B-Einflüsse nachverfolgt, zum Beispiel durch Beschäftigung mit esoterischer Literatur oder durch das Streben, sich selbst zu erziehen und kennenzulernen, dann kann er eine Vorliebe für B-Einflüsse entwickeln. Und wenn diese Vorliebe stark genug ist, können wir von der Entwicklung eines Embryos, eines magnetischen Zentrums sprechen. Dies kann dazu führen, einem Menschen mit C-Einflüssen zu begegnen, unter dessen Führung der Suchende zur ersten Schwelle gelangt. Der Weg zu dieser Schwelle kann lang sein und mag für unterschiedliche Leute unterschiedliche Formen annehmen. Keine noch so große Menge an äußerem Lernen oder Lebenserfahrungen können für sich eine Schwelle ausmachen. Schwellen sind innere Phänomene und beinhalten Hingabe und innere Veränderung, die nicht durch äußere Erscheinung ersetzt werden können. Die erste Schwelle stellt die Abreise von der Welt der A-Einflüsse dar. Das Überschreiten verändert den Menschen nicht so sehr, ist aber nicht rückgängig zu machen, sodass das vorherige befriedigende Streben nach der äußeren Welt nicht länger befriedigend sein wird. Das heißt in keinster Weise, dass der Mensch nicht mehr anfällig für Versuchungen wäre, im Gegenteil. Dies bedeutet nur, dass das Streben nach solchen nicht die Befriedigung bringen wird, die es vormals gebracht haben mag. Der Pfad zum Zugang zum Weg beginnt nach der ersten Schwelle. Es ist für den Suchenden nun die Hauptaufgabe, die permanenten Elemente im Film des Lebens von den vorübergehenden zu trennen und Selbsterkenntnis zu erlangen. Dieses Wissen und die Analyse ist nur vorläufig und unzuverlässig, aber nichtsdestotrotz notwendig. Der zweite Schritt des Pfades zum Zugang kommt einer größtmöglichen Persönlichkeitsentwicklung gleich. Was Murawjew damit genau meint, ist unklar. Der dritte Schritt zeigt die Festigung dieser Entwicklung und der vierte und letzte das Stellen der drei niederen Zentren unter die Kontrolle des magnetischen Zentrums.
Das bedeutet, dass die automatisch ablaufenden Interaktionen des Denkens, der Emotionen und des Körpers neu verdrahtet werden, um unter der Kontrolle des magnetischen Zentrums stehen zu können. Das heißt, dass Denken, Fühlen und motorische Funktionen ab dann getrennt sind und sich nicht länger gegenseitig bedrängen, sodass man ausschließlich mit dem Geist denkt und ausschließlich mit dem Herzen fühlt, also keine weiteren Verwirrungen mehr. Wurde dies bewältigt, ist der Suchende zu Mensch 4 geworden und steht der zweiten Schwelle gegenüber. Bei der zweiten Schwelle erlangt dieser Mensch erstmalig ein objektives Wissen über sich selbst. Dies zieht sowohl ein Verständnis über Karma als auch Zugang zu vormals versteckten Inhalten des Unterbewusstseins nach sich. Der Mensch sieht sich selbst als das Monster, das er ist. Dies entspricht dem Resident an der Schwelle, wie es von Steiner und anderen bezeichnet und erörtert worden ist. Der Mensch 4 ist in vielerlei Hinsicht immer noch ein äußerer Mensch. An der zweiten Schwelle müssen Selbsttäuschungen, eingebildete Pflichten und weltliche Abhängigkeiten abgelegt und karmische Schuld bezahlt werden. Aus der Sicht des äußeren Lebens ist das typisch für eine Krise und für eine Bruchstelle. Welche spezifischen äußeren Formen dies annehmen mag, wird von Fall zu Fall abhängen. Moral wird zu Gewissen und bedingt angemessenes Verhalten. Äußere Formen weichen dem inneren Wahrheitssinn. Mensch 4 ist theoretisch Meister seiner selbst, doch in der Praxis ist diese Meisterschaft noch nicht vollständig. Die Schwelle stellt die Meisterprüfung dar. Nach dieser zweiten Schwelle ist der Suchende zu Mensch 5 geworden. Ein Mensch vom Einfluss C. Er kann zufällig zwischen A- und B-Einflüssen unterscheiden und hat einen gewissen inneren Wahrheitssinn erworben. Das magnetische Zentrum hat sich mit dem höheren emotionalen Zentrum vereint und das provisorische Ich der Persönlichkeit, das sich entlang des Weges, der zu diesem Schritt geführt hat, entwickelt hat, ist verbunden mit dem wirklichen Ich. An dieser Stelle kann der Mensch den physischen Tod überleben und durch bewusste Entscheidung reinkarnieren. Die zweite Schwelle zu überschreiten wird auch zweite Geburt genannt, so wie in Johannes Kapitel 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ein Mann nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wieder ist Fortschritt an Dienstbereitschaft gebunden. Der Mensch mag wie ein Meister erscheinen, aber weitere Entwicklung wird nur durch Dienst erreicht. Was auch immer den esoterischen Erfordernissen der Zeit sowie seinen eigenen speziellen Fähigkeiten und Gaben entspricht. Der nächste Schritt beinhaltet die Schaffung eines Zugangs zum höheren intellektuellen Zentrum. Der letzte Schritt macht die Veränderungen dauerhaft. In diesen Etappen können sich verschiedene übersinnliche Fähigkeiten manifestieren, je nach Situation und Notwendigkeit. Dennoch sind solche Gaben des Geistes in sich selbst nicht das Ziel der Arbeit. An jeder Stelle entlang des Weges ist ein Fall möglich. Gleich dem Wissen und Sein wächst auch die Verantwortung. Morawiev erörtert dieses Thema nicht bis ins Detail, aber wir können annehmen, dass die schwerwiegenden Fälle mit vorsätzlicher Hinwendung zum Dienst am Selbst, also STS, zu tun haben, sowie mit dem Versuch, spirituelle Kräfte für persönlichen Gewinn einzusetzen. Die Landkarte ist notwendigerweise sehr allgemein gehalten und der Versuch, sie als Messinstrument des persönlichen Fortschritts zu benutzen, enthält viele Fallen. Äußerliche Nachahmung von Veränderungen macht diese Veränderungen nicht innerlich und man kann sich selbst auf viele Arten täuschen, so dass man vom Erwachen in Wirklichkeit nur träumt, während man sich im tiefsten Schlaf befindet. Das Vorhandensein von Krisen allein lässt einen spirituell nicht wachsen. Ob schon Wachstum durch eine gegenwärtige oder eine sich abzeichnende Krise ausgelöst werden kann. Kenne dich selbst, verbleibt eine brauchbare Maxime. Konkrete Arbeit mit anderen auf einem esoterischen Pfad dient einer weiteren erforderlichen Realitätsüberprüfung. Ich habe hier
den Scan von dem Originalbuch und das ist zu finden auf der entsprechenden Webseite borismorawiew-gnosis.com. Dort sind auch Bereiche, wo nur, in denen nur die Darstellungen aus den Büchern einzeln aufgeführt sind, was natürlich praktisch ist. Und da habe ich auch die Abbildung gefunden, die hier zu dem vorgelesenen Text passt. Also hier nochmal die Stufe. Jede Note repräsentiert und bildet eine Stufe des Treppenhauses, anfangend am Ende der ersten Schwelle und abschließend am Beginn der zweiten Schwelle. Das Treppenhaus zu passieren ist der wichtigste und schwierigste Teil des Weges. Das Treppenhaus symbolisiert eine Periode des Reifens. Mit den Worten „Kenne dich selbst" bestimmt die Person einen Kurs, der zur Ebene des Menschen 4 führt, der Ebene der Meister der Betreuung. Aufgabenstellungen und Prüfungen sind für jede Note festgesetzt. Durch das Arbeiten mit den Bedingungen und das Vervollständigen der Erfordernisse für das Treppenhaus geschieht die Geburt der Individualität, die zweite Geburt mit dem Überschreiten der zweiten Stelle. Die Prüfungen finden alle zusammen auf allen Noten des Treppenhauses statt. Von der Kraft der Sehnsucht angetrieben, werden sie entsprechend der Besonderheiten unserer Persönlichkeit verteilt. Die Zusammenstellung ist abgestimmt auf jede Verschiebung der Betonung auf jeder Stufe. Zuerst die Note H, dann A, G und F. Wer immer danach trachtet, im Treppenhaus emporzusteigen, muss sich diese Anstrengung als Hauptziel seines Lebens setzen. Von nun an muss esoterische Arbeit die Mitte seiner Existenz werden, um welche sich die inneren und äußeren Umstände seines Lebens drehen. Obwohl dieser unbedingte Anspruch einen nicht erschrecken sollte, sollte man sich bewusst sein, dass die Prüfungen von der ersten Stufe des Treppenhauses an beginnen. Die Prüfung, in den Flammen einer glühenden Sehnsucht zu stehen, sich aus den Verstrickungen des Lebens in der Wildnis zu lösen, sodass man sich selbst in das Unbekannte stürzen kann, in eine Suche nach einem neuen, sinnvollen und wirklichen Leben. Dies lässt einen die erste Schwelle überschreiten. Dies erlaubt dem Suchenden, mit einem festen Halt auf der ersten Stufe des Treppenhauses zu stehen. Vorausgesetzt, dass diese Sehnsucht nach Umwandlung, welche das Intervall zwischen C und H, die erste Schwelle, auffüllt, genug Kraft und Intensität hat. Die Wirklichkeit der Sehnsucht entlang des Treppenhauses besteht darin, dass die 4 Noten durch eine tiefere Wechselbeziehung verbunden sind, da ihre Resonanzen vom Anfangsimpuls der Sehnsucht ihre Kraft beziehen. Wenn der Anfangsimpuls die gesamte Existenz eines Menschen nicht in Hörigkeit vereint, wenn er sie nicht als Ganzes dominiert, dann ist es besser für den Menschen, rechtzeitig anzuhalten und die erste Schwelle nicht zu überschreiten. Wir wiederholen: Der Weg ist ein Pfad ohne Rückkehr. Dies ist der wirkliche Grund für die Prüfung der Sehnsucht. Diese Sehnsucht muss laut Tradition die Stärke eines Durstes haben. Der Weg ist eine Einbahnstraße, ein Pfad ohne Rückkehr und einer verbotenen Rückkehr. Nach der ersten Schwelle gibt es auf dem Weg entweder Fortschritt oder Fall. Jeder Schritt im Treppenhaus gibt der Person genug Zeit, die Aufgabe, die für die Note gestellt wird, zu bewältigen. Allerdings wird jede Stufe irgendwann nachgeben, da man nicht unendlich lang auf einer bestimmten Stufe verbleiben kann. Dies kann zum Fall führen. Wegen der Angst vor dem Fall, durch die Unpünktlichkeit und Zeitbeschränkung des Menschen, ist er gezwungen, zur nächsten Stufe fortzuschreiten, ohne bei der Bewältigung der Aufgabe jener Note gänzlich erfolgreich gewesen zu sein. Indem er so handelt, beginnt er eine karmische Schuld mit sich zu tragen. Das wird so lange akzeptiert, bis seine Reinigung auf der Note F vollständig ist. Die Aufgabe der Note H besteht für eine Person darin, vorsichtig durch den Film ihres Lebens zu gehen, um zwei Ergebnisse zu erhalten. Erstens, die Fähigkeit, in dieser Phase ihrer Entwicklung möglichst objektiv zwischen permanenten, ewigen Elementen und temporären, karmischen Elementen zu unterscheiden.
Zweitens, mit Hilfe dieser Analyse eine innere, starke Sehnsucht zu erwecken, die zweite Schwelle zu überschreiten. Die Stärke dieser Sehnsucht und die Entschlossenheit dieser Entscheidung sind die einzigen Maßstäbe des Erfolges. Deshalb sollte die Person der Arbeit an der Note H auf dem Weg eine gewisse Wichtigkeit beimessen. Es ist ein kurzes Intervall mit nur einem Halbton. Eine hilfreiche Bemerkung für diese Note ist, er soll nicht dieses äußerliche Leben mit all seinen Illusionen ins Auge fassen, sondern stattdessen den Film seines eigenen Lebens. Nachdem die Person auf der Note H eine Verbindung der Kette esoterischer Einflüsse geschmiedet hat, kommt in ihr Hoffnung auf, obwohl sie immer noch wie vorher ist. Ihre bewussten Bemühungen machten es ihr möglich, die erste Schwelle zu überschreiten. Die Unterscheidung zwischen A- und B-Einflüssen auf der ersten Stufe zeugte den Embryo des magnetischen Zentrums. Mit dem reinen und genügend starken magnetischen Zentrum auf der zweiten Stufe hat sie die erste Schwelle unter der Führung eines Menschen von C-Einflüssen überschritten. Obwohl sie einen enormen Schritt vorwärts getan hat, ist an diesem Punkt ihr ehrlicher Wunsch, aus dem äußerlichen Leben herauszukommen, nicht ausreichend, um sie von allen A-Einflüssen zu befreien. Mesoterische Arbeit entfaltet sich damit. Solide errichtet und vorwärts gerichtet, versucht die Person erfolgreich, die Aufgaben der Note H zu erfüllen. Die Prüfung auf der Note H ist die Prüfung des Glaubens. Zu glauben ist nicht genug. Man muss Vertrauen haben. Die Prüfung trägt die Form der Notwendigkeit für einen Menschen, seine Angst vor Verbannung zu überwinden und dem Vertrauen unterzuordnen. Die Aufgabe auf der Note A ist, die Persönlichkeit bis zu ihrem größtmöglichen Ausmaß wachsen zu lassen. Die Prüfung auf der Note A ist für jene, die sich im Treppenhaus widmen, die Prüfung der Stärke. Die Aufgabe auf der Note G ist, die Persönlichkeit zu entwickeln. Die Prüfung auf der Note G ist die Prüfung der Urteilskraft und der Geschicke. Die Aufgabe auf der Note F ist das Ausgleichen der drei niederen Zentren durch Ersetzung der mechanischen Bindungen zwischen ihnen mit bewussten Bindungen von jedem Zentrum zum magnetischen Zentrum, dem die niederen Zentren dann untergeordnet sein werden. Die Prüfung auf der Note F ist die Prüfung der Liebe, die wahres Leben gibt. Auf der vierten Stufe müssen die Bilanz erstellt und Rechnungen bezahlt sein. Bis zu diesem Punkt war es ihm gestattet, seine Fehler der Vergangenheit mitzunehmen. Lügen, Schwäche, Selbstmitleid, innere Kompromisse. Mit dem flammenden Schwert der wahren Liebe wird alles, was nicht ganz wahre Liebe in ihm ist und zu ihm ist, alles, was er für Liebe hält, verbrannt. So ist er dann fähig, jede Herzensregung zu beurteilen und zu wissen, ob oder ob es keine Spuren wahrer Liebe enthält. Nachdem er die Prüfung, die Note in voller Resonanz, bestanden hat, sollte der Mensch 4 theoretisch Meister seiner selbst sein. Er hat nichts als pure Liebe in sich, welche die Elemente der verwandelten Sehnsucht, des Vertrauens, der Stärke und der Urteilskraft beinhaltet. Arm und nackt und nur unter der Bedingung, dass er beständig und rein ist, mit Betonung auf Beständigkeit, das heißt, dass er wahre Liebe innehat, wird er zur zweiten Schwelle zugelassen. Alles Falsche in ihm wird durch die Flammen des brennenden Schwertes verbrannt werden. Die Bilanz wird erstellt und die moralische Last seiner unbezahlten Schulden und seiner Verfehlungen gegen die Prinzipien des Gleichgewichts und all ihre karmischen Konsequenzen müssen auf der Note F zur Gänze bezahlt werden. Der Mensch nimmt sein Schicksal in seine eigenen Hände, wenn er das Treppenhaus besteigt, sich der zweiten Schwelle nähert und sie überschreitet. Diese neue Einstellung hat genauso Konsequenzen, so wie er eine feinfühlige und gewissenhafte Einstellung in seinen Entscheidungen betreffend derer um ihn herum annehmen sollte. Ein Blick auf den Film des Lebens würde im Weiteren helfen, das zu klären.